Ja, Leute, willkommen zurück zu Deponia. Wir haben jetzt die Uhr und damit kann ich jetzt safe die Uhrzeit einstellen. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee, ne? Jetzt kommen wir zur Post. So, jetzt gibt es hier bestimmt noch viele Sachen zu holen. Fehler. Okay. Dann halt nicht. Klappe. Wuppvogel, Funkgerät, jawohl. Lass mir den Postbote ansprechen. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachhaken. Wo kann ich was funken? Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! So, jetzt frage ich mal. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. So, ich würde gerne selber ein privates Gespräch. Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was? Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuwak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. wir haben ja jetzt noch ein paar Briefdinger. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Okay. Ich glaube, erstmal bis später. Und jetzt versuche ich mal was mit den Postdingern hier zu machen, mit den Coupons. Die kann ich doch bestimmt irgendwie ihm geben. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Okay, da ist das Paket. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Kurr. Wir haben ja jetzt ein so ein Ding schon mal abgegeben. Kann ich irgendwie an die Klappe ran? Eine Katze in einem Laufrad. Süß. Kann ich dir irgendwie Kaffee geben? Stimmt. Sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Die hat jetzt wohl einen Schuss. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Alles klar. Was ist hier? Noch eine Katze? Komm mal.
Ich brauche mal einen Schuss Kaffee. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Ich glaube, wenn ich mir jetzt einen Coupon gebe, dann geht irgendwas schief. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Adresse. Was? Das kriegt die Katze einen Schock. Dann kriegt die Katze einen Schock. Die leckt das an. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket. Das hatten wir, glaube ich, auch schon alles, ne? Passiert ja jetzt nichts. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Achso, da oben wird gezeigt, was für ein Gewicht. Ich gehe mal hier oben zu ihm. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Wirst du nicht mal müde? Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuwak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Wir müssen mal gucken. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg. Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Wir müssen locker da oben irgendwie rein. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist klar, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Okay. Ich glaube, das war's. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Top, wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesem rostigen Metallwerk dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Jetzt habe ich eine Idee. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. So, einmal können wir ihn mal gucken, ob wir das sehen. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht. Das Einzige, was er kann und in diesem... Der Punkt ist... Okay, ja, sonst hätte ich ihm die mal gegeben. Mal gucken, wie wir das mit dem Erdmagnetfeld hier machen. Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregle. Ich liebe es, Gott zu spielen. So, jetzt können wir hier irgendwie was... Achso, das ist so ein Rätsel. Ist natürlich die Frage, wo das alles hin muss. Kann man welche... Kann ich nur den in der Mitte drehen? Achso, nee, den kann ich auch drehen. Also ich kann nur die drehen. Okay. Wie war das denn? 3, 4, 5, 6. Ich will mal gucken, dass... welchen drehe ich denn jetzt? Ich will mal gucken, dass überall 2 sind. Oder einfach mal so? Nee, warte mal. Den würde ich gerne noch da haben. Noch ein weiter. Und noch ein weiter. Und noch ein weiter. Da wieder 3. Es ist überall 2. Mal testen. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn ich jetzt mal eine Taube abschieße. Ich mal abschicken. Da. Coupon. Ich habe hier die Katzen haben da eh schon einen Schuss. Adresse. Was? So.
Frankierung wird gescannt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Einleitung. Ich überspringe mal eben gerade, was sie erzählen, weil das kennen wir ja schon. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Wahrscheinlich muss die Taube irgendwie ihn treffen oder so. Brrr. Hat da jetzt nicht gut was geändert. Hey! Hallo! Hm? Kann ich den wenigsten spinnst du? Die braucht. Warte mal. Ich geh dann. Mach das! Du solltest eigentlich. Sehe ich genauso. Da hinten ist der Berg. Vielleicht muss ich auch alle nach rechts machen. Jetzt habe ich alle rechts. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Das ist so safe jetzt. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Kann ich jetzt nochmal ein Paket verschicken? Die fliegen jetzt halt irgendwo random hin. Fehler. Dann halt nicht. Oder ich wollte ihm nichts geben. Ich habe ein leichtes Frankierung. Der hat mir gerade einen Fehler angezeigt. Jetzt ist eine Taube schon mal weg. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Also eine ich Taube. Ich geh dann mal. Die kleine Taube ist schon du weg. Solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Jetzt ist die Frage, ob ich die anderen Tauben wegbekomme. Wenn ich ihm jetzt so einen Kapon gebe. Kapon. Nee, wenn ich ihm so einen Kapon gebe, dann schickt er immer nur eine kleine Taube los. Dann halt nicht. Warte mal, wenn ich jetzt das Erdmagnetfeld wieder ein bisschen ändere und alle nach links mache. So, dann kann ich doch vielleicht gleich irgendwie. Welcher ist jetzt? Achso, der. Erstmal nach links. Welcher Knopf geht jetzt? Der. Verdammt, wie kriege ich jetzt alle nach links? Lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Warte, jetzt ist die mittlere Taube weg. Jetzt müssen ja alle drei Tauben weg sein. Ach so, warte mal. Hier sind zwei. Das heißt, wenn ich die Mitte. Wenn ich die Mitte leer mache. Oder in der Mitte einen habe, dann könnte die große Taube weg sein. Ganz rechts darf ich dann glaube ich höchstens einen haben und links halt zwei. Das könnte natürlich so hinkommen. Und jetzt habe ich hier zwei und rechts habe ich einen. Da muss ich da so an oder wie viel ist? Nee, das ist ja. Nee, doch, das könnte nicht sein. Warte mal, das versuche ich mal. Das da in der Mitte. Das, warte, ich probiere mal das so zu anordnen, wie es da ist. So. Also, unten ist einer.
kritisch. Also jetzt wäre es so, wie es auf dem Bild ist. Boah, warte mal, ich muss mal überlegen. Hier ist ja ein Gewicht. Hier sind drei Gewichte und hier sind zwei Gewichte. Hier sind zwei Gewichte, hier sind drei Gewichte, hier ist ein Gewicht. Das heißt, wenn ich jetzt... Jetzt habe ich ja auch das so, wie es da ist. Weil ich das jetzt eigentlich umkehre, sprich zwei Gewichte nach links mache. Müsste es doch eigentlich funktionieren. Alter. Ich versuche nochmal, was das ist. Du merkst, wenn ich gar nicht so viel erzähle, aber es ist gerade ein bisschen kritisch. Sind mehrere Tauben da und hier sind drei drin. Boah, keine Ahnung, Alter. Von dem machen wir das mal hier in Cut, hier am Wasser. Oder ich will erstmal aufhören oder so. Jetzt sehen wir uns nachher wieder und bis dahin.